Wenn man anders spricht, positiv sein, immer wieder pushen. Und wenn einer sieht, dass jemand anders nicht mitmacht, dann den Arsch treten. In die Zweikämpfe gehen und dann tut es im Gesicht mal weh oder irgendwo tut es weh, das ist scheißegal. Aber wir sind von der ersten bis zur letzten Sekunde. Vollgas. Seid ihr bereit? Für all in. Und damit herzlich willkommen zum Champions League Viertelfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Das wird richtig schwer für den Titelverteidiger heute nach dem 2:3 aus dem Hinspiel. Sie brauchen, um weiterzukommen, auf jeden Fall 2 Tore. Das ist Kimmich. Und die erste Chance der Partie. Fällt da jetzt hin und eine Rolle und noch eine Rolle. Das sah jetzt nicht so schlimm aus. Aber er liegt immer noch. Super Ball auf Mbappé. Die erste Chance für Paris. Knapp vorbei. Di Maria gegen Davis. Und Di Maria braucht sofort medizinische Unterstützung. Das kann nicht nur Hansi Flick nicht verstehen. Immerhin anderthalb Minuten dadurch gebracht. Und Navas will das Spiel schnell machen, aber Boateng hat das gerochen gegen Neymar. Choupo-Moting, Sané, das ist eine Riesenchance für die Bayern. Knapp vorbei. Klasse gespielt. Mbappé, der hat das Auge, das Neymar. Und der Pfosten rettet für die Bayern. Super schöner öffnender Ball auf Coman. Alaba macht mit. Und die Chance für Kimmich. Der hat aber Probleme bei der Ballannahme. Und dann kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Wieder Neymar auf Mbappé. Dieses Duo, das funktioniert einwandfrei. Und nochmal Neymar an die Latte. Das Spiel hat jetzt richtig Tempo. Coman. Müller und Alaba, aber Navas hat den Ball. Choupo-Moting! 1:0 für die Bayern! Und jetzt fehlt nur noch ein Tor für das Champions League Halbfinale. Glaubt an euch, Männer, glaubt an euch. Männer, es geht weiter, weiter, weiter. Die 50-50 Bälle waren in der ersten Halbzeit alle bei denen. Zweite Halbzeit sind die bei uns. Glaub's mir. Die haben Angst, dass sie heute hier verlieren und ausscheiden. Männer, das ist unsere große Chance. Fackelt ab, was drin ist. Die letzten Körner für den einen Schuss. Ein Tor. Ein Tor fehlt uns noch, Männer. Ein Tor. Der zweite Durchgang läuft zwischen Paris und den Bayern. Sané, hübsche Flanke und Coman mit dem Kopfball. Neymar, Mbappé, Di Maria, das ist die Gelegenheit. Und wie cool klärt ihn denn bitte Boateng. Mbappé, aber Neuer macht Neuer Sachen. Das ist Diallo und die nächste Verletzungsunterbrechung. Tja, leck mich doch am Arsch, die Pelle. Ohne Gegnereinwirkung. Was ist denn das für eine Truppe? Aber die Pariser haben jetzt natürlich alle Zeit der Welt, die den Bayern gerade wegläuft. Oh nein! Nein! Gelb für Müller. Dieses eine Tor, die Bayern brauchen noch dieses eine Tor fürs Weiterkommen. Balleroberung Kimmich, Musiala und jetzt kann's mal schnell gehen. Sie jagen diesen einen Treffer. Sané. Klasse gemacht, Leroy Sané! Und Navas sagt nein. Keylor Navas. Aber oh, oh, er fasst sich an die Schulter. Come on.
Kopfballe! Ja, da fehlen einem wirklich die Worte. Ja, ich glaube, wenn an jeder Bande Respekt und Fairplay steht, dann sollte man das auch ein Stück weit vorleben. Man kann es so zusammenfassen, dass ich echt froh bin, in diesem Fall auf der Seite des Verlierers gestanden zu haben. Für kein Geld der Welt würde ich da tauschen wollen jetzt in dem Moment. Das haben die Spieler wie der Jerome, Javi und David, das haben die einfach nicht verdient, weil ihr wirklich eine Ära hier geprägt haben. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein mit der Champions League und das tat mir unheimlich leid. Ich wollte es unbedingt. Letztes Champions League-Spiel. Sehr traurig, schade, bitter.